sind wir Melkkühe der Eliten? Und was hat das zu tun mit dem Literaturklassiker The Time Machine, die Zeitmaschine von H.G. Wells? Mehr dazu nach dem Intro. Sind wir Melkkühe der Eliten? Eine Frage, die wir da nicht so einfach beantworten können, da sie auch mit Zeitqualitäten zu tun hat. Dazu vielleicht eine naheliegende Parabel. Wie ist denn das mit der Menschen-, also mit der Tiermassenhaltung? Da wird ja zunächst einmal, müssen ja ein Gelände adaptiert werden. Es wird eine Halle gebaut mit Kojen, wo Kühe, wo Schweine untergebracht werden sollen. Das heißt, es muss zunächst einmal ein Gebäude errichtet werden zur Massen-Mensch-Tierhaltung. Das ist normalerweise die Phase, nachdem eine Zivilisation sich von einem Tiefpunkt erholt. Meistens sind es Kriege, wie zum Beispiel nehmen wir den Zweiten Weltkrieg. Da wurde eben aufgebaut. Mit gemeinsamen Kräften wurde da der Kobel wieder aufgebaut. Da hat man auch geachtet, dass es den Menschen gut geht. So wie man darauf achtet, dass die Tiere da drinnen eine gewisse Versorgung haben mit Wasser, Elektrizität, eine Futteranlage, eine Entgasungsanlage, das ist der soziale Wohnbau, Infrastruktur, das ist die erste Phase. In Phase 2 werden dann die Menschen in diese Wohnungen, in diese Bereiche, in die Infrastruktur oder in die Betriebe verbracht, um dort zu leben, um dort zu arbeiten. Und genauso ist es dann mit Schweinen oder mit Mastkühen, die dann da der Reihe nach eine neben der anderen, möglichst kurz angebunden, in ihren Tierfabriken eingestellt werden und dort dann beginnen zu produzieren. Auch das ist meistens dann noch mit einer gewissen Tierfreundlichkeit oder Menschenfreundlichkeit verbunden. Man kennt Grenzen, man schaut, dass den Tieren einigermaßen gut geht und dass sie genug zum Leben haben und vielleicht auch noch bei gutem Frohsinn. Dann kommt Phase 3 und zwar die Ökonomisierung. In Phase 3 werden dann, wird Gewinn maximiert. Die Kühe werden enger zueinander gestellt, kürzer angebunden. Es wird das Futtermittel optimiert. Den Tieren geht es zunehmend schlechter. Es wird versucht, eben aus ihnen herauszuholen, was geht. Sie bekommen Spezialfuttermittel, damit sie noch mehr Milch geben. Falls es Milchkühe sind, sind es Mastkühe, dann geht es halt darum, Futtermittel zu verabreichen, die Tiere so schnell wie möglich fett machen, um eben da Gewicht auf die Waage zu bekommen. Genauso ist es in der Menschenkultur, in der Mensch-Nutz-Haltung, Phase 3, Ökonomisierung. Es wird, der Mensch wird immer mehr an die kurze Leine gelegt. Es werden Leistungen, medizinische Leistungen, aber auch im edukativen Bereich, in der Freiheit, überall wird eingespart, mehr Kontrolle. Die Zügel werden straffer gezogen. Wir kennen das alles. Wir befinden uns gerade in Phase 3 und nicht am Anfang dieser Phase, sondern eher dem Ende zu. Das sind die drei Stufen der Menschen- und Tiernutzhaltung. Und so gesehen ist der Mensch nicht immer ein Ausbeutungsobjekt der Eliten, jedenfalls nicht in Phase 1
und zu Beginn von Phase 2, aber die Zeiten ändern sich. Was hat das zu tun mit der Time Machine, die Zeitmaschine, dieser weltberühmte Literaturklassiker von H.G. Wells? Wir kennen vielleicht den gleichnamigen Film oder haben das Buch gelesen. Der Zeitreisende versetzt sich zuerst mit Hilfe einer selbst gebastelten Maschine in die Vergangenheit und schließlich dann in die Zukunft. Ich glaube, es ist das vorletzte Kapitel, das ihn dann in eine Zeit bringt, die von uns aus gesehen in der Zukunft liegt, also von uns heutigen. Und da spielt sich Folgendes ab. Es ist eine Zweiklassengesellschaft auf der Erde etabliert. Zunächst begegnet der Zeitreisende den Elois. Das sind so helle Gestalten, die auf der Erdoberfläche leben, scheinbar sorglos. Es geht ihnen gut. Sie scheinen nicht einmal arbeiten zu müssen und ihr Auslangen zu haben. Es sind hübsche Menschen, jung, der Durchschnitt ist sehr jung und sie scheuen die Dunkelheit und wandeln auf der Erde und genießen und chillen und hängen da ab, wie im Paradies. Und der Zeitreisende fragt sich ja, wie sich das alles am Leben erhält, wie diese Elois, wovon die leben, wenn sie nicht arbeiten, und taucht da hinter die Kulissen, in dem Fall in der Dunkelheit, wagt er sich hinaus und gelangt in die Unterwelt, in die Welt der Morlocks. Dunkle Geschöpfe, die arbeiten, sehr fleißig sind, Maschineure, sie haben riesige Maschinen entwickelt und dank derer die Elois am Leben erhalten werden, Nahrungsproduktion, Kleidungsproduktion, alles Mögliche verrichten diese Morlocks und gestatten, ermöglichen den Elois eben dieses paradiesische Dasein. Aber das ist es nur auf den ersten Schein, denn wie der Zeitreisende dann sehr bald herausfindet, in der Nacht auf der Erdoberfläche kommen die Morlocks heraus und holen sich regelmäßig immer wieder den einen oder anderen Eloi und zerren ihn in die Unterwelt, wo er zum Entsetzen des Zeitreisenden dann regelrecht verspeist wird. Der Anschein, der oben auf der Welt dank dieser Maschinen und der Betreuung der Morlocks aufrechterhalten wird, den kann man ja mit der Propaganda sehen. Also da in Wien heißt es ja, wir leben in der besten Stadt der Welt. Übrigens hört man das auch in Melbourne und in Zürich und in München. Ich glaube, es gibt 100 Städte, die das Attribut weltbeste Stadt tragen. Dazu engagiert sich die Stadtverwaltung, Stadtregierung, ein PR-Unternehmen, die machen irgendwelche fadenscheinigen Befragungen mit 5 Leuten oder 500 Leuten und dann kommt halt sowas heraus. Ihr wisst, wohin der Gedanke geht. So werden auch hier bei uns, die Römer sagten, Brot und Spiele, und letztendlich ist das ganze Spiel zum Nutzen der Morlocks, die im Hintergrund in der Unterwelt agieren. Man weiß nicht, wo genau. Wenn es nicht Whistleblowers gibt, wie diesen Zeitreisenden, wissen wir überhaupt nicht, was da der Staat im Staat, was da abgeht. Und so gesehen sind wir Elois, die Melkkühe der Morlocks. Gewisser Eliten, nicht aller Eliten, es gibt auch positive Eliten, aber es ist das Megakapital halt durchwegs von Morlock-Charakter geprägt.
Und das muss man auch sagen, also nicht nur jetzt in diesen drei Phasen, die ich eingangs erwähnt habe, nämlich die Schaffung der Infrastruktur und dann das Betreiben und letztlich die Gewinnoptimierung, sondern auch im gesamten Zeitenverlauf, in der Zeitgeschichte haben wir doch einen Zugewinn an Freiheit zu verzeichnen. Also in der Antike gab es da bis zu 30-40% Anteil an Sklaven. Im Mittelalter, es war nicht umsonst finster das Mittelalter, Leibeigenschaft und auch ja, viele Unfreie. Es ist der Freiheitsquotient im Laufe der Zeit immer wieder ja, linear angewachsen, kann man sagen. Also es geht den Menschen freiheitsmäßig immer besser, auch wenn das jetzt periodisch aufgrund dieser drei Phasen nach einem jeden Desaster, sei es Krieg oder sei es eine Epidemie oder eine Umweltkatastrophe, da noch durchsetzt wird. Also diese zwei Dynamiken sehen wir da. Und in der letzten Phase, in der dritten ganz besonders, stellt sich dann heraus, sind wir Eloys, Melkkühe und Opfer der Morlocks.